Sonnabend, der 4. Oktober 2014. Ich mache eine Segway-Tour in Werder. Der Gas. Alala, das heißt, es geht weiter. Das sind übrigens nicht solche lahmen Dinger wie in Berlin, sondern die fahren ja bis zu 18, 19 km/h. Jetzt kommt vielleicht eine Bushaltestelle, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber es wird genial. Super Wetter, toll hier. So, das Rennen ist eröffnet. Mein Bolide hat sich jetzt auf Platz 3 nach hinten gekippt. Tja, es ist also nicht der schnellste, den ich hier gekriegt habe. Muss ich durch. Die anderen sind schon weit voraus. Oder vielleicht hat das auch was mit Gewicht zu tun. Porta Elisa ist am 21.06. oder 7. hat er gesagt, abgebrannt. Gibt es jetzt kein Cappuccino mehr. Müssen wir also hier die Warsteiner nehmen. Hey. Ja. Dann sind wir am Glindower See. Schönes Panorama, herrliches Wetter. Die Truppe überholt mich gerade wieder. Schon eine tolle Tour. Meine Segway-Tour nähert sich dem Ende. Hier mein Lieblings-VW-Autohändler. Ja, nun geht's gleich wieder auf die Bundesstraße 1.
Wir sind jetzt hier durch den Stadtwald gehirscht. Es war ein schöner Sonnabendnachmittag. Und jetzt wieder auf die Straße. Alles frei. So. Eine wunderbare Tour.